Hallihallo, hallöle Leute, da sind wir wieder, das Anton und der Döskopp. Und wir heißen euch herzlich willkommen zurück zum Memoria, heute am ersten Advent. Ich hoffe, ihr, ja, macht's euch heute gemütlich, legt die Füße hoch. Vielleicht ist sogar die Familie mit dabei. Also ich gehe mal stark davon aus, dass wir heute ganz, ganz wenig Aktivität im Chat haben werden, weil ihr höchstwahrscheinlich die Zeit mit der Familie verbringt. Das finde ich auch schön so, finde ich auch richtig so. Ich mache es mir ja auch gemütlich, habe mir eine schöne Kanne Tee gemacht. Draußen schneit es und ist kalt. Ich bin auch warm eingepackt mit Pullover und Mützchen. Haha. Mach's mir ja auch gemütlich und warm. Und dann starten wir einfach mal rein. Gucken mal, ich weiß gar nicht, wo sind wir stehen geblieben das letzte Mal. Der Händler. Wir suchen den Händler, oder? Das ist ja der, der uns einen Zauber geben wollte. Mit dem wir Nuri wieder in eine Feenform verwandeln könnten. Aus der Rabenform in eine Fee, in eine Fee. Ja. Und der wurde aber angegriffen von dieser mysteriösen Gestalt mit dem Zauberstab, der Leute in Säulen verwandelt hat. Ja, genau. So war das. Also, starten wir rein. Hat sich das Spiel gerade aufgehangen? Nein. Gut. Genau, und die Brüder? Keine Ahnung. Wollte ja, dass wir ihr helfen quasi. Dass wir für sie ein paar Sachen erledigen. Ich weiß gar nicht mehr genau was. Wir fragen nochmal nach, oder? Sie will, dass ich durch diese Linse schaue. Ach ja, richtig. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob der Ton auch richtig ankommt. Moment. So. Ja, perfekt. Alles klar. Genau, wir haben diesen Linsenzauber dazu bekommen. Und dadurch können wir Magiespuren sehen. Magisches Leuchten. Können wir auch mit dem Ding an rumlaufen? Nee. Aber wir folgen jetzt einfach mal dem Leuchten. Bleib hier. Ich muss sicher gehen, dass du verstanden hast, wie man die Linse benutzt. Hä? Mich verarschen? Hab ich doch gerade. Oder führt das Leuchten zu ihr oder was? Nee. Palim, Hast du palim. etwas gefunden? Diese Glasscherben hier. Haben sie geleuchtet? Ja. Das heißt, jemand hat Magie auf sie gewirkt. Vielleicht sogar unser Freund. Folge der Spur weiter. Ah. Vielleicht gibt sie einen Hinweis darauf, was er sucht. Ich darf das Hasenauge behalten? Warum nicht? Der Zauber hält ohnehin nur noch 3 Tage. Danach ist die Linse wertlos. Und was, wenn ich der Spur folge und dem Vieh dabei in die Arme laufe? Dann schreist du: Viel Glück! Du findest mich auf der Lichtung. Ach ja, das Hasenauge, das fand ich so toll wegen dem Marquis de Hoteau aus, An wen bin ich da nur wieder geraten? aus The Night of the Rabbit. Ich heiße übrigens Breda. Ich bin Geron. Weidmanns Heil, Geron. Auf eine etwas andere Jagd. Ja, Weidmanns Heil. Genau, das Hasenauge. Der Marquis de Hoteau. Um dem Dämon eine Falle zu stellen, braucht Breda folgende Sachen von mir: Eine genaue Beschreibung des Wesens, am besten aus mehreren Quellen, einen Kraftspeicher für Astralenergie aus der Akademie und einen Köder. Irgendetwas, was das Wesen in Andergast zu suchen scheint, falls es sowas gibt. Ja, einen fröhlichen ersten Advent wünsche ich auch zurück. Habe ich sogar im Hintergrundbild gleich vorbereitet, oder? Warte mal. Wie switche ich darauf? Da, bitteschön. Haha.
Ich bin diesmal vorbereitet. Guck mal, das gibt's hier selten, oder? eine Batterie für Magie aus der Akademie. Das reimt sich. Eine Batterie aus der Akademie Du schon für die wieder? Magie. Was willst du? Ja, wir brauchen eine Batterie von euch und wir wollen mit diesem Bodiak sprechen. Magister Bodiak bat mich zu kommen. Er hat ein Artefakt, über das ich ihm mehr erzählen soll. Nun gut. Sein Zimmer ist im zweiten Stock, direkt neben dem Aufgang. Magister Eichwarts altes Zimmer? Woher weißt du das? Lange Geschichte. Ich geh dann mal. Und bleib auf dem Weg. Wenn ich dich woanders sehe als im Zimmer des Magisters, fliegst du hier hochkant raus. Ich verstehe diese Leute immer noch nicht. Wir sind der Held. Ja, der Held von, wie hieß diese Stadt nochmal? Oh, vor dem Stream wusste ich es noch. Nicht Asgard, aber irgendwas ist auch mit Ass. Ach, egal. Wir sind der Held von dieser Dreckstadt. Wir haben sie gerettet. Ja, wir sind in der Akademie ein- und ausgegangen. Waren in jedem Fleck, in den geheimen Räumen und sonst was hier unten, ne? Und die behandeln uns alle wie einen Fremden, wie einen Ausgestoßenen. Und ich weiß nicht, was noch. Also, ich verstehe diese Leute nicht. Ich brauche keine Kohlen. Wie hieß denn nochmal jetzt diese Stadt? Ans. Ich komme gerade voll verarscht vor. Ich wusste gerade eben noch, wie sie heißt. Ich hab noch überlegt, ob ich hier. Ich habe den Titel von dem Stream, Advent, Aventurien brennt. Ich habe noch überlegt, ob ich den Städtenamen da reinsetze. Da wusste ich noch, wie die heißt. Andergast! Andergast. Wir sind der Held von Andergast, ja? Und die behandeln uns wie Scheiße. Der heißt ja auch Nervensäge. Der Typ heißt Nervensäge. Oh. Oh, haben wir irgendwie eine Waffe, mit der wir dem einen reinhauen können? Hier, Messer. Wir stechen die Nervensäge ab. So redest du nicht mit dem Helden von Andergast. Nicht am ersten Das Advent. weckt böse Erinnerungen. Schade, das geht nicht. Ja, also ich verstehe die Leute nicht, ey. So eine Puppe könnte Nuri gefallen, wären sie nur nicht zu groß zum Tragen. Oh. Haben wir was zum Kleinzaubern? Hatten wir nicht irgendwas, mit dem man Sachen klein und groß machen kann? Nee? Nee, okay. Wie komme ich darauf? Komme ich darauf? Hatten wir nicht irgendwo ein Zau war das ein anderes Spiel? Wo man Sachen klein und groß machen konnte? Diesmal nehme ich die Tür. Ausnahmsweise mal. Ja, da war dieser andere Magister drinne, der das Geheimnis der. Ach, was war denn das? Im ersten Teil. Die hatten da ja irgendwas so eingesperrt. War das der Zauberspruch für den Reif oder war das sogar der Reif? Ich glaube, das war der Reif, ne? Die hatten den Reif da unten eingesperrt und der verantwortlich war für den Reif, der saß hier drin schon so meditierend und sich selbst wiederholend, so völlig im Wahn, der war schon völlig durchgedreht. Und hier saß der Elfenforscher und hat uns ein bisschen geholfen, einen Plan aufzubauen gegen den Seher. Hier haben Giacomo und ich den Plan zur Rettung Andergasts geschmiedet. Genau, Giacomo. Der Held von Andergast. Das sind nur Abschriften von Büchern, die ich letztens erst geklaut habe. Die Bücher, also die Originalbücher, die liegen bei mir zu Hause. Hallo? Oh, hallo, mein Freund. Du siehst nicht aus, als würdest du hier hingehören. Kann ich dir irgendwie helfen? Wer bist du, Mr. Schatten? Wer bist du? Ich lerne hier. Zaubern, kämpfen, noch weniger zaubern, noch mehr kämpfen. Wer als Kind von Magie träumte,
verliert hier schnell seine Illusion. Es sei denn, er kommt zu mir. Das heißt? Ich gebe der Magie ihre Magie zurück. Und wie machst du das, fragst du? Nun, das hängt ganz von den Bedürfnissen meiner Kunden ab. Du hast Satinas Ketten verpasst oder größtenteils verpasst. Das ist schade. Kannst dir gerne nochmal angucken. Ja. Also meine Streams sind für gewöhnlich 90 Tage lang auf Twitch, bevor die dann automatisch gelöscht werden. Das kann ich leider nicht verhindern. Twitch macht keinen permanent Speichern. Aber ich zeichne sie ja auch immer noch auf und lade sie dann in Folgen auf YouTube hoch. Ich weiß nicht, ob Satinas Ketten schon auf YouTube gelandet ist. Bin mir nicht ganz sicher. Also du könntest dir entweder die alten WOTs auf Twitch nochmal angucken. Die sollten noch da sein. Oder darauf warten, dass die auf YouTube kommen. Falls du Bock hast. Musst ja nicht. Sag bloß, ne? Falls du die Story nochmal sehen willst. Was machst du da? Was machst du da? Ich liege mit einer Erkältung im Bett, während die anderen im Wald herumlaufen und Krieg spielen. Sieht eher aus, als würdest du kleine Honigklumpen kneten. Richtig. Aber außer dir und mir weiß das niemand. Honigklumpen kneten? Wer macht denn sowas? Warum macht man sowas? Hör ich zum ersten Mal. Was machst du wirklich? Warum der Honig? Ich bin über Umwege an einen Zauberspruch aus Punin gekommen. Es hat mich einige kleinere Gefallen gekostet, aber das war es mir wert. Siehst du diese Honigmünze, die ich gepresst habe? Pass auf! Weiches erstarre, fließendes verharre. Der Honig ist nun hart wie Stein, aber leider noch zu durchscheinend, um als echte Golddukate durchzugehen. Aber mit der richtigen Mischung könnte es bald gehen. Der versucht, Münzen zu fälschen. Münzen zu fälschen. Der will Honig in Gold verwandeln quasi, oder zumindest so tun, als wäre es Gold. Krimineller Bastard, du. Aber den Verhärtungszauber hätte ich gern. Du kannst Flüssigkeiten verhärten? Ich würde es eher aufwerten nennen. Mein Honig-zu-Gold-Experiment ist dann nur der Anfang. Für weitere Vorschläge bin ich jederzeit offen. Das werden wir sicherlich noch brauchen. Ich weiß noch nicht genau wie, wofür und was wir verhärten wollen. Aber das behalten wir mal im Hinterkopf. Die gute Breda, kennst du die? Was kannst du mir über Breda erzählen? Oh, Breda ist brillant. Die Magister haben einen Narren an ihr gefressen. Und trotzdem gehört sie eindeutig zu den Guten. Sie glaubt noch mehr an die Magie in den Dingen als ich. Diese ganzen popeligen Zaubersprüche heutzutage müssen sie unglaublich langweilen. Er hat was gegen Zaubersprüche, komischerweise. Astralspeicher? Ah ja, bitte, bitte, wir brauchen einen Astralspeicher. Ich suche einen Astralspeicher. Du hast mehr Ahnung, als man dir ansieht. Ein echter Astralspeicher ist sehr selten und noch wertvoller. Ein Novize mit reichen Eltern hat mich angeheuert, dem Eulenmann seinen zu stehlen und damit in der Prüfung zu schummeln. Der Eulenmann? Magister Eulrich. Es ist ein offenes Geheimnis, dass er von seltenen Artefakten besessen ist. Dass das mal nicht die Artefaktjäger im Hersindetempel herausfinden. Wer weiß, vielleicht hilft mir dieses Wissen eines Tages meine eigene Prüfung zu bestehen. Wo finde ich den Speicher? Im Schlafsaal. Aha, im Schlafsaal? Es gibt einen Saal, wo alle schlafen? Ich dachte, die haben alle einen eigenen Raum oder so, aber okay. Bei meinem letzten Einbruch habe ich bereits alles mitgenommen, was irgendwie hilfreich aussah. Für alles Weitere wende ich mich am besten an dieser Breda. Einbruch? Wir sind hier gar nicht eingebrochen. Wir sind hier ganz normal reingegangen. Ja, wir hatten Wichtiges zu tun. Wir haben Andergast gerettet. Warum vergessen die das immer wieder? Ins Dormitorium. Ja, der Schlafsaal. Novize. Heda! Hä?
Wer bist denn du? Raus hier! Aber sofort! Was? Das ist ein Novize. Wie kann der es wagen, so frech mit dem Helden von Andergast zu sprechen? Den steche ich ab. Das hier ist das seltsame Artefakt, ja. An das müssen wir irgendwie rankommen, ohne dass der uns bemerkt. Oder wir müssen ihn vorher rausjagen. Verrottete Dielen. Ich wette, wenn wir da langlaufen, knarrt das. Knirscht das. Morsche Dielen, verrottete Dielen, Scherben. Überall sind kleine Geräuschfallen versteckt. Wie wir hier durchschleichen. Nein, das ist alles Plunder. Schade. Hier ist nichts Brauchbares. Schade. Nichts davon sieht irgendwie nützlich aus. Aber wie kommen wir denn jetzt hier zwischen Scherben und verrotteten Dielen durch? Können wir die aufheben? Du schon wieder? Raus! Hey! Ich muss... Das ist unhöflich, ich wollte bloß aufräumen. Haben wir hier irgendwas dabei? Scherbenhaufen? Moment. Es geht nicht. Es sind noch nicht alle Teile beisammen. Aha. Aber was ist, wenn da wir das... Da brauche ich keinen Zauber. Was ist, wenn wir das Ding hier reparieren? Aha! Hm? Trampeltier. ja, gerade eben noch dran gedacht, drum rumgelaufen und jetzt schon wieder draufgelaufen. Können wir das reparieren? Hm. Nichts passiert. Das Holz ist schon viel zu kaputt. Und hier? Hm. Nichts passiert. Das Holz ist schon viel zu kaputt. Okay. Dann gehen wir wieder so ein bisschen zwischen den Betten durch. Truhe? Ich kann nichts Besonderes erkennen. Ich lasse den Krempel hier. Was will ich mit dem Zeug? Keine Ahnung. Schnappt ihr das Objekt, das Artefakt? Wow. Wenn wir hier hinten Scherben aufsammeln wollen, das bemerkt der Typ. Aber wenn wir direkt neben ihm das Artefakt wegklauen, das merkt er nicht. Nö. Erklär mir das mal einer. Naja. Soll mir recht sein. Jetzt haben wir schon mal den Speicher. Ich schätze mal, das ist das hier. Kraftspeicher, ja. Und jetzt reden wir mal. Ja, Spielelogik ist halt sehr speziell manchmal, da gebe ich dir recht. Aber was ich auch immer toll finde, ist, wenn so ein Baum irgendwo umgefallen ist, dann liegt so ein kleiner Baumstumpf im Weg. Also versperrt so richtig den Weg und dann kannst du dort nicht mehr weitergehen und musst einen anderen Weg suchen. Weißt du, weil da so ein Baumstamm liegt, der, weiß ich nicht, so hoch ist. Wo du mit einem Schritt drüber gehen könntest. Aber nein, das geht nicht. Der versperrt den Weg. Solche Sachen. Ja? Oder das Seil vom letzten Mal, ne? Ah, er ist es. Was willst du? Im letzten Stream, da waren wir doch auf dieser Lichtung im Wald, wo die abgesperrt haben mit dem Seil. Na, und statt da einfach drüber zu steigen oder drunter zu steigen oder irgendwas, musste er das Seil mit dem Messer durchschneiden. Weißt du, das war ein Strick, ungefähr auf Kniehöhe oder auf Hüfthöhe. Da kann ich drüber klettern oder drunter steigen. Nein, das muss man mit dem Messer durchschneiden, damit auch jeder hinterher sieht, dass du dort warst. Manchmal echt merkwürdig. Es geht um die Maske. Was ist damit? Ja, ich will sie wieder haben, die gehört mir. Ich will mein Artefakt zurück. Dein Artefakt? Nach Bredas Bericht hast du die Maske zufällig gefunden. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Her damit, bevor ich dir eine reinhaue.
Wo habt ihr sie hingebracht? Es ist meine Verantwortung, Unbeteiligte von jedweder magischer Entwicklung fernzuhalten. Das gilt ganz besonders für Heißsporne, die sich für angehende Magier halten. Schweinerei. Was kann die Maske denn überhaupt? Was hat es mit der Maske auf sich? Ist sie gefährlich? Nur für jemanden, der Ur-Tulamidia beherrscht. Und mehr braucht dich nicht zu interessieren. Ach, die Sprache, genau, genau. Wir hatten ja diese Rückblende zu dieser Prinzessin in dieser Grabkammer. Ja? Und da haben wir dann, haben wir doch die Maske geholt und diesen sprechenden Zauberstab. Ja? Und das war ja Tulamidien, die, ich weiß nicht, ist das eine Stadt? Ist das ein Landkreis? Ist das ein Land? Wahrscheinlich ein Land. Und die Prinzessin dort war die einzige Überlebende, die überhaupt noch dieses Ur-Tulamidi sprechen konnte. Weil dazu muss man halt gelehrt sein. Und normale Bürger haben weder Zeit noch Geld, sich hinzusetzen und irgendwie alte Sprachen zu lernen. Die als Prinzessin hatte das aber gelernt und der Rest der Königsfamilie oder ich weiß nicht, war das ein König, war das ein Fürst, ein Graf, ich weiß es nicht mehr, aber der Rest der adligen Familie war ja schon tot. Sie war die einzige Überlebende und nur durch sie sind sie ja dann dort reingekommen, in das Grab. Ja, genau. Und ich habe so die Vermutung, dass die verhüllte Gestalt mit dem Zauberstab eventuell diese Prinzessin ist. Weiß der Geier, durch Magie hat sie sich halt lange am Leben gehalten oder irgendwie sowas. Weil das war ja vor, glaube ich, 350 oder 450, ich glaube 450 Jahren. Also dementsprechend müsste sie ja jetzt schon fast 500 Jahre alt sein. Aber mit Magie ist ja so einiges möglich. Wenn ihr mir nicht mehr über die Maske erzählen wollt, können wir getrost das Thema wechseln. Ja. Ich mag den Typen nicht. Der ist so eingebildet. Ihr seid auf einmal so fröhlich. Kann ein alter Mann sich nicht auch mal freuen? Ich meine nur mit den Versteinerten und den Gerüchten über einen Dämon. Alles Geschwätz. Bald ist wieder alles beim Alten. Ihr scheint euch da ja sehr sicher zu sein. Das bin ich, mein Junge. Das bin ich. Ich weiß nicht, ich mag den einfach nicht, der ist unsympathisch. Wisst ihr inzwischen, was letzte Nacht geschehen ist? Was interessiert das einen Vogelfänger? Die Menschen haben Angst? Ach, die Schweinezüchter fürchten sich doch vor allem. Daher ist es wichtig, dass dieser Fall schnellstmöglich geklärt wird. Am Ende nimmt der Pöbel die Angelegenheit noch selbst in die Hand. Und was mit einem kopflosen Mob geschehen kann, haben wir letzte Nacht ja nun gesehen. Ich bin doch kein Vogelfänger, ich bin der Held von Andergast. Was stimmt denn mit diesen Typen nicht, ey? Ich gehe dann mal wieder. Das wird auch Zeit. Ja, die Unterhaltung mit dem hat nicht viel gebracht. Aber dafür haben wir schon mal den Speicher. Was brauchen wir noch? Wir müssen eine Falle bauen. Dafür brauchen wir irgendetwas, was das Biest möchte. Also die Maske, oder? Wir müssen irgendwie noch die Maske besorgen, habe ich das Gefühl. Kann man das hier eigentlich auch wieder aufmachen? Im letzten Spiel konnte man eine dieser drei Tafeln öffnen. Da war ein Geheimversteck. Immer diese alten Sprachen. Bosparano, Ur-Tulamidia. Konnte man sich nicht von Anfang an auf eine einigen und dann einfach dabei bleiben? Ja, genau. So läuft das. Ach ja, und wir sollten ja noch irgendwie eine Zeichnung besorgen, ne? Also Kohle und Pergament. Wir sollten mit Leuten reden, die das Biest gesehen haben, um dann eine Zeichnung anzufertigen. Und so machen wir das, schätze ich mal. Der Händler wird doch was gesehen haben, oder? Schön, euch wiederzusehen. Was kann ich für euch tun? Was wurde gestohlen? Eine Schmuckschatulle aus falschen Edelsteinen. War ohnehin nichts wert, der Plunder. Warum wurde sie dann geklaut? Hab ich was gesagt? Sie war natürlich ein Vermögen wert. Wollt ihr denn nichts kaufen? Nein, danke. Was für eine Zeitverschwendung.
Ich will nichts kaufen, ich will aber den Dieb finden, freu dich doch. Wie fröhlich und glücklich sie sind. Kaum zu glauben, dass daraus irgendwann mal Andergaster werden. Ja, und wie lange baden denn diese Kinder, ne? Wenn die rauskommen, sind die so alt wie meine Oma, also so schrumpelig. Ich lenke ihn besser nicht ab. Das Schaf wird noch früh genug geschlachtet. Vielleicht haben die Schweine ja was gesehen. Schweinchen, könnt ihr mir was zeichnen? Geht nicht. Geht das so vielleicht? Könnt ihr mir ein Bild des Diebes malen? Er trug einen Stab auf dem Rücken. Mehr konnte ich nicht erkennen. Okay, ein Stab auf den Rücken. Das geht so nicht. Mir fällt dazu nichts ein. Ich glaube, wir müssen mit Goal sprechen. Sie hat den ja im Wald gesehen. Der Geruch von Schweinebraten liegt in der Luft. Und ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Oh, geil, Schweinebraten. Ah, stimmt, und Wein sollten wir ja noch besorgen für Giacomo. Bin mal gespannt, wie wir das machen sollen, weil der Wein, der ist ja schon quasi vorverkauft an irgendeinen Adligen, der den noch abholen kommt. Da müssen wir irgendwas mit der Hilde anstellen. Kannst du mir den Angreifer aufmalen? Ich kann es versuchen. Das ist er. So sah er aus. Toll. Ist das ein Zauberstab auf seinem Rücken? Danke, Hilda. Du hast mir sehr geholfen. Ich hoffe nur, sie werden dieses Ungetüm so schnell wie möglich fangen. Bis dahin werde ich kein Auge zubekommen. Keine Sorge. Es gibt bereits einen Plan. Den Göttern sei Dank. Okay. Aber was ist denn nun mit dem Wein? Und dem Schweinebraten? Mmh. Lecker. Lecker. Ich krieg gerade richtig Hunger. Hatte ja noch kein Frühstück. Vorsicht, Geron. Das Holz ist morscher, als es aussieht. Ich will mir nur mal eben was zapfen. Du, ich fürchte, das geht nicht. Der Wein ist schon jemand anderem versprochen. Was kann ich dir Gutes tun? Der Wein. Ach, komm schon, Hilda. Das bisschen Wein wird schon keiner vermissen. Tut mir leid, aber das Fass hat Graf Schwendrich von Zornbold bestellt und auch schon bezahlt. Er holt es heute Abend ab. Also wie gesagt, Zornbold. Wir hatten ja im letzten Spiel diesen Ritter von Zornbold. Ob der vielleicht mittlerweile zum Grafen aufgestiegen ist oder ob der vielleicht schon die ganze Zeit Graf war. Also ich meine, um Ritter zu werden, muss man ja quasi sowieso schon adlig sein. Es könnte ja sein, dass es der Sohn des Grafen ist. Und jetzt mittlerweile ist er selber der Graf oder keine Ahnung. Immer noch der Sohn des Grafen. Angreifer. Kannst du dich an noch etwas von letzter Nacht erinnern? Nein, nur an diesen unheimlichen Schatten. Ich werde diesen Anblick meinen Lebtag nicht vergessen. Erzähl mir mal was von der Hilda. Hilda. Seit wann bist du die neue Schankmaid? Ach, seit der Saatzeit schon. Vermisst du mich etwa auf dem Markt? Ja. Ich frag nur. Wir vermissen dich, Goal. Bis später, Hilda. Lass mich nicht warten. Ich hätte gesagt, das Weinfass ist morsch. Der Wein fließt nun ungestört zu Boden. Weinkrug. Das wird jetzt eine Weile dauern. Ich stelle die Karaffe einfach unter das Rinnsal und widme mich derweil dem Schinken. Fex sei es gedankt. Sie hat nichts gemerkt. Ja, können wir das jetzt bitte reparieren? Hat geklappt, glaube ich. Jetzt haben wir tatsächlich etwas Rotwein besorgt. Wir dürfen es nicht anzapfen, aber wir dürfen es kaputt machen. Entleeren und dann wieder reparieren. Dann fragt sie sich, huch, warum ist das Fass auf einmal so leicht? Was ist denn da passiert? Ich danke dir, Geron. Nicht nötig. Aber warum braucht denn der unbedingt Wein? Ist das so ein Alkoholiker oder was? Was hat uns das jetzt gebracht? Bis später. Warum haben wir den Wein besorgt? Der hat uns nichts dafür gegeben. Außer ein Dankeschön, Geron. Ah, Giacomo Nauta. Ein Giacomo Naut.
Na gut. Könnt ihr vielleicht noch was zeichnen? Nee, wir haben schon fertig, oder? Ich weiß bereits, dass sie nichts über letzte Nacht wissen. Okay. Wir könnten die Zeichnung ja eventuell nochmal dem Händler zeigen. Der vielleicht das nochmal verifizieren kann. War das der Dieb? Er trug genauso einen Stab auf dem Rücken. Aha. Das ist doch schon mal was. Du, hast du vielleicht was gesehen? Ich weiß nicht. Dann halt nicht. Der Typ am Pranger, hat der vielleicht was gesehen? Das geht so nicht. Wieso denn nicht? Jeder, der anders ist, landet früher oder später hier. Wenigstens das ist mir in meiner Jugend erspart geblieben. Heißt der Ort deshalb Andergast? Jeder Gast ist hier anders als die, die hier schon leben. Und deshalb wird er gleich, weiß ich nicht, wie ein Ausgestoßener behandelt. Jeder Gast ist ein anderer. Was wollten wir jetzt noch machen? Der Spur folgen? Oh. Oh. Aber warum denn da oben? Die Spuren führen hinauf zu meinem Fenster. Wieso das denn? Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut wieder rein bei der nächsten Folge Dragon Ball Z. Ich mach kurz 2 Minuten Pause. Bin gleich wieder da. Geht gleich weiter. Nicht weglaufen. Was war die Tastenkombination? So, hier. Advent, Advent, Aventurien brennt.